Ich heiße Robert Kalinowski. Anlässlich der Einweihung des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas las ich am 23. Oktober 2012 aus Reinhard Florians Erinnerungen: Ich wollte nach Hause, nach Ostpreußen, die Überlebensgeschichte eines deutschen Sinto. Der damals fast 90-jährige Zeitzeuge, er wurde 1923 in Matheniken, Kreis Insterburg, geboren, hat mich tief beeindruckt. Nunmehr, 10 Jahre später, habe ich sein Buch noch einmal zur Hand genommen. 1942 wird Reinhard Florian in seiner ostpreußischen Heimat verhaftet und über mehrere Gefängnisse in das Konzentrationslager Mauthausen auf österreichischem Boden verschleppt. Die Angst war riesig. Wir trauten uns nicht, uns gegenseitig etwas zu fragen. Ohnehin wussten die anderen genauso viel oder genauso wenig wie ich selbst. Die waren doch auch alle das erste Mal da. Die hatten so etwas auch noch nicht zu sehen gekriegt. Bis dahin, ich war 18 Jahre alt, hatte ich noch keinen Toten gesehen. Ich hatte immer Angst vor dem Anblick eines Toten. Das ist bei den Sinti nicht üblich. Der Tod gilt als unrein. Einen Toten zum Abschied noch mal angucken, das macht man nicht. Ich habe an Beerdigungen teilgenommen, großen Beerdigungen von Sinti in Ostpreußen, aber der Sarg war immer schon geschlossen. In Mauthausen sah ich die ersten Toten. Diese jungen Männer, die da gleich beim Einmarsch ins Lager auf bestialische Weise erschlagen worden waren. Wie soll ich das einem Menschen von heute schildern? Wie soll ich beschreiben, wie uns zumute war? Und was danach noch alles auf uns zukam? Wir hatten doch alle nicht die leiseste Ahnung. Schon als wir diese Toten sahen, dachten wir: Hier ist das Ende. Hier ist die Menschlichkeit zu Ende. Hier geht die Welt für uns unter. Dazu diese riesige, hohe Mauer, dieses Gefühl der Ausweglosigkeit, des Ausgeliefertseins, der eigenen Winzigkeit. Bereits beim ersten Anblick zitterte ich vor diesen Mauern. Ja, so war Mauthausen. Wenige Tage später wird Florian in das Außenlager Gusen gebracht. Gusen war für mich, wie gesagt, das schlimmste Lager. In Gusen gab es keine Gaskammer. Hier wurden die Menschen nicht vergast, hier sind die Menschen verhungert. Und dazu kamen Misshandlungen und die schwere Arbeit im Steinbruch. Tagsüber Steine tragen. Wie lange kann der Mensch so etwas aushalten? Diese Schwerstarbeit, die Schläge und den großen Hunger. Innerhalb von 3 Monaten waren sie fertig. 3 Monate. Dann konnten sie nicht mehr arbeiten. Bei dieser Kost ist man schnell runtergekommen, bis man eines Tages zum Muselmann wurde. Kein Gramm Fleisch mehr am Körper. Dann konnte man nicht mehr abnehmen. Der Hunger war das Schlimmste. Schläge sind auch schlimm, aber der Schmerz vergeht. Einmal vergeht auch der stärkste Schmerz, aber der Hunger vergeht nie. Und das war nicht Hungern, was wir da erlebten, das war Verhungern. Von Tag zu Tag wurde man weniger. Alles junge Leute, gesunde junge Leute. Der Körper verlangte nach Essen, aber bekam nicht, was er brauchte. Also hat der Körper sich selbst verzehrt, bis nichts mehr da war. Dieser Anblick, wie die Leute aussahen, ekelerregend. Ja, ekelerregend waren diese Leute. Sie sind ja nicht nur verhungert, es kamen noch Krankheiten dazu. Man hatte immer irgendeine Hoffnung damals, irgendeine Art von Hoffnung. Obwohl alles hoffnungslos war. Am Anfang hofften wir, wir kommen noch mal raus. Vielleicht würden wir irgendwann entlassen. Aber als wir dann sahen, was da los ist, da war uns klar, nein, hier kommen wir nicht mehr raus. Damit war diese Hoffnung, noch mal aus dem Lager rauszukommen, schon mal weg.
Also machten wir uns die Hoffnung, vielleicht schaffen wir es, zu überleben, bis der Krieg irgendwann zu Ende ist. Aber wie? Die unzähligen Toten, die man sah, die tödlichen Misshandlungen, die man tagtäglich zu Gesicht bekam, da blieb kaum Hoffnung auf Überleben. Aber der Mensch hat immer Hoffnung, sonst ist er tot. Als bereits alles hoffnungslos war, als wir alle vorigen Hoffnungen bereits begraben hatten, war da noch eine Hoffnung auf die nächste Mahlzeit, denn der Hunger war unerträglich. Reinhard Florian überlebt das Lager Gusen, kommt im Frühjahr 1943 nach Auschwitz und von dort im Januar 1945 erneut über Mauthausen nach Ebensee. Nach all den Jahren, nach fast 4 Jahren Lager und Hunger und Schwerstarbeit, in denen ich mich insgesamt ganz gut gehalten hatte, war ich im Mai 1945 in Ebensee schließlich selbst zum Muselmann geworden. Völlig unterernährt, bis auf das Gerippe runtergehungert, nichts mehr dran. Nicht nur kein Gramm Fett, eigentlich auch gar kein Fleisch, keine Muskeln mehr. Nichts, nur noch Haut und Knochen. Muselmänner, so nannte man die, die total fertig waren, die kaum noch auf den Füßen stehen konnten. So waren die Zustände Ende April, Anfang Mai 1945 in Ebensee. Alles überfüllt, auf dem Boden geschlafen, nichts zu essen. Aus der SS-Küche haben sie die Kartoffelschalen und die Abfälle in die Gefangenenküche gebracht und die wurden dann gekocht. Die haben wir dann gekriegt. Warmes Wasser war das. Und da konnte ich mich nicht mehr halten, trotz meiner geringen Körpergröße. Dann erreichten die Amerikaner das Lager. Als sie uns befreiten, konnte ich nicht rausgehen, konnte nicht aufstehen, konnte nicht laufen. Zu schwach. Ich bin im Lager in meiner Baracke, in meinem Bett geblieben. Ich war bereits so schwach. Da fehlte nicht mehr viel. Und mit einem Mal hörte ich das Schreien. Hooray! Sind Sie verrückt geworden, dachte ich. Dann, nach 4 Wochen, als ich wieder halbwegs auf den Beinen war, beantragte ich auch so einen Entlassungsschein. Ich wollte unter allen Umständen schnell zurück nach Hause, nach Ostpreußen, in meine Heimat. Von da komme ich, da gehöre ich hin. Ich wusste ja nicht, was da los war. Auf jeden Fall war mein Plan, ich gehe nach Ostpreußen. Reinhard Florian bleibt eine Heimkehr verwehrt. Über Linz gelangt er bis nach Bayreuth und lebt schließlich in Aschenburg. Erst 1986 erhält er von den Behörden der Bundesrepublik seine deutsche Staatsbürgerschaft zurück. 1994 wird ihm eine sogenannte Wiedergutmachung zugesprochen. Nach Kriegsende lebte von meinen Geschwistern nur noch mein Bruder Bruno, der 3 Jahre jünger war als ich. Er ist 2008 gestorben. Und sonst überlebte einzig noch mein Vater. Alle anderen weg. Ermordet. Die Mutter, die Stiefmutter und insgesamt 13 Geschwister. Nach dem Krieg konnte ich jahrelang gar nicht arbeiten. Obwohl ich doch ein junger Mann war, noch nicht einmal Mitte 20. Ich war total verseucht. Lungentuberkulose von oben bis in die Spitzen. Die Lunge blieb nicht das Einzige, das mir infolge der Lagerhaft zu schaffen machte. Bis heute leide ich an Albträumen, Angstgefühlen und Panikattacken. Manchmal wache ich nachts auf und glaube zu ersticken, kriege keine Luft mehr. Das Herz rast und ich sitze senkrecht im Bett. Aber das ist alles nur der Kopf.
Irgendwann hatte ich fast jede Nacht solche Panikanfälle. Ich musste nachts raus, raus aus dem Bett, raus aus der Wohnung, raus an die Luft, ein paar Mal um den Block gerannt. Also ging ich zum Arzt und der schickte mich zu einem Psychiater. Gott sei Dank hat der mir Tabletten verschrieben. Seit ich die nehme, geht es etwas besser. Manchmal gibt es Phasen, da wird es wieder schlimmer. Gerade wenn ich auch tagsüber viel an früher denke. Jetzt zuletzt, vielleicht auch wegen der Gespräche zur Vorbereitung dieses Buches, kam es wieder öfter. Ich kann diese Grausamkeiten nicht ablegen wie ein verschmutztes Hemd. Aber mit Blick auf die Zukunft, auf die kommenden Generationen, soll man damit aufhören, Menschen zu mördern, Rassisten und Dummköpfen zu erziehen. Nach der feierlichen Übergabe des Gedenkensembles für die ermordeten Sinti und Roma Europas im Herzen Berlins am 24. Oktober 2012 sagte Reinhard Florian: Nun haben unsere Toten endlich ein Zuhause. Er stirbt Anfang 2014 im Alter von 91 Jahren.